Ich habe mir das Video noch nicht reingezogen, ja? Ich bin no joke so gespannt, was Georg TV zu sagen hat. Wirklich, ich hab auf jeden Fall richtig Bock drauf, Real Talk. Oh Mann, Alter, ich bin gespannt. Ich habe Real Talk noch keine Sekunde gesehen. Ich habe nur Kommentare darunter gesehen, um mich ein bisschen spoilern zu lassen, wie wild das Video wird. Ey, ohne Scheiß, das könnte jetzt eine richtig widerliche Angelegenheit werden. Oh, scheiße, okay. Ich bin so gespannt. Icario, grüß dich. Geht ab, euch. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Georg TV. Das Komische ist, dass ich das immer wieder sage. Georg TV, Georg TV. Kevin hat jedes Video von mir auf meinem Kanal angesehen und weiß immer noch nicht, wie mein Kanal heißt. Kevin, ich heiße Georg TV. Okay. Schreib. Ich habe jedes Video von dem angeguckt. Was labert der, ja? Also, so hobbylos bin ich tatsächlich auch nicht, jedes Video von ihm anzuschauen. Aber ich habe Real Talk mehrere Videos von ihm angeschaut, um zu wissen, heißt er jetzt Georg TV oder George TV? Und der hat halt nicht einmal was davon erwähnt, dass da Georg TV heißt oder Georg TV. Also, es ist noch nicht mal falsch. Ich habe wirklich einige Videos angeguckt, um zu wissen, wie der ausgesprochen wird. Aber ich habe kein Video gefunden, wo der gesagt hat, ich heiße Georg TV oder Georg TV. Also sehr weird Angelegenheit. Also extra nur deswegen habe ich schon geguckt, aber ich habe nichts gefunden. Schreib das irgendwo auf deiner Hand auf oder nimm das auf, weil ich glaube, wer meinen Kanal so sehr studiert hat, sollte mittlerweile wissen, wie ich auf meinem YouTube-Kanal heiße. Und sollte nicht George TV, Georg TV. Du heißt auch nicht Kevin, sondern Kevin. Oh mein Gott. Junge, es ist doch scheißig. Bei Kevin weiß man, dass man es Kevin ausspricht. Bei Georg weiß man nicht, ob man George sagt, Georg oder was weiß ich. Junge, das ist ja so schwierig, Mann. Das ist ja jetzt schon ein gutes Video. Real Talk. Ich bin mir zu 100%ig sicher, dass einige Menschen das Video von Kevin gesehen haben. Und deshalb sind einige Menschen auf meinem Kanal zugestoßen. Einige waren dann auf meiner Seite, einige waren dann gegen mich und haben auch diese Videos disliked. Und ich habe mir gedacht, Freunde, ihr habt die Seite von Kevin angehört, das Video von ihm angesehen. Bildet euch aber erst wirklich eure Meinung, wenn ihr beide Seiten nehmt. Weil ihr habt nur die Seite von Kevin gehört, aber die Seite noch nicht von Georg. Und ich habe natürlich auch einige Sachen zum Ansprechen, die eventuell einige da draußen die Augen aufmachen. Ich mache kein Video gegen Kevin, weil ich bin nicht so ein Mensch wie er, der leider Gottes seinen Kanal so aufgebaut hat, dass er ständig gegen Menschen redet. Er ist nicht so ein Mensch, warte. Okay. Macht aber 30 Videos über Sinan Chi. Cengiz44TV. Also, er macht ja nicht viel anderes, sage ich mal, an der Stelle, ja. Ich habe mich aber mit den Videos, mit diesen Sinan Chi und so, habe ich mich natürlich nicht auseinandergesetzt, weil das echt Quatsch ist. Und er macht Videos, warum man jemand hassen muss, ja. Also, das möchte ich nochmal ganz kurz an der Stelle auch sagen. Also er erzählt jetzt diese Worte, er ist nicht jemand, der solche Videos macht. Wait. Wie er, der leider Gottes seinen Kanal so aufgebaut hat, dass er ständig gegen Menschen redet. Ja, ja, ja. Also er ist nicht so einer, der ständig gegen Menschen redet. Jetzt gebe ich mal ganz kurz Hasse ein. Nach diesem Video wirst du Drymix hassen. Nach diesem Video wirst du Knossi hassen. Aber warte. Hassen, ich gebe mal Hassen ein, da kommen noch mehrere. Nach diesem Video wirst du Bushido hassen. Nach diesem Video wirst du Bibis Beauty Palace hassen. Nach diesem Video wirst du Capital Bra hassen. Nach diesem Video wirst du Unge hassen. Nach diesem Video wirst du Monte hassen. Nach diesem Video wirst du C-Max hassen. Gibt's noch irgendwas? Aber er hat den Kanal halt wirklich nur auf positive Sachen aufgebaut. Und das finde ich halt einfach gut. Ja. Und da möchte ich natürlich ihnen auch großen Support geben, weil da ist er einfach auch ein ehrlicher Mensch. So einer bin ich nicht und das wisst ihr ganz genau. Ich mache meine Videos sehr humorvoll, sehr witzig und nicht eher so wie der liebe Kevin. Ach, sorry, Kevin. Ich mein. Oh, jetzt hast du es. Zuerst mal, Freunde, werde ich keine Stelle von seinen Videos in meinem Video einblenden, weil ich zu 100%ig weiß, dass Kevin eventuell meine Videos sperrt. Er hat nämlich einen sehr... Warum zum Teufel soll ich deine Videos sperren? Junge, what the fuck? Er hat guten Move gemacht, den ich gut kenne und andere YouTuber. Ihr da draußen würdet das ganz alles verstehen. Er hat mir nämlich gestern, bzw. vorgestern, eine Nachricht auf Instagram gepostet, wo er mich höflich gefragt hat, darf ich Schnittstellen bzw. Videos von dir in meinem neuen Video einblenden? Ja. Ganz höflich, ganz nett. Daraufhin. Ey, das stimmt wirklich, ja. Liebe Grüße. Vor allem ganz höflich, ganz nett. Ich habe bloß gesagt, Servus, kann ich für ein Video ein paar deiner Videoausschnitte verwenden? Liebe Grüße. Ja, ich habe einfach nur gefragt, ob ich ein paar Videoausschnitte verwenden darf. Das ist einfach
300 IQ-Move an der Stelle. Dann habe ich ihm geantwortet, natürlich darfst du das, Kevin. Das ist mir eine Ehre, ein großer Kanal, der nochmal über mich berichtet. Es wäre auch sehr toll, wenn du mich erwähnen würdest. Das war alles, Freunde. Ich habe nicht gewusst, dass er ein Video gegen mich macht und komplett in einem Video alle Punkte ansprechen, die gegen mich sind. Das habe ich nicht gewusst und das hat er auch nicht angesprochen. Er hat lediglich gefragt, ob er Videos von mir verwenden darf. Weshalb hat er das gemacht? Ja, aber stell dir mal vor, warte mal, ganz kurz, ja. Pass mal auf. Der weiß ganz genau, ich bin ein Kritik-YouTuber. Also ich übe Kritik an anderen aus, wenn die Mist machen. Jetzt muss er sich bloß mal eben seinen Kanal angucken. Und ich glaube, man muss nicht wirklich lange drauf schauen, um zu sehen, wie wirklich unfassbar kritikwürdig sein Kanal doch eigentlich ist, ja. Das ist schon Wahnsinn. Ja, du hast doch gesagt, dass der Kanal Potenzial hätte. Ja, hätte der auch. Aber der macht sich ja schon allein mit seinen Titeln und Thumbnails kaputt. Nicht, weil er respektvoll ist und mich respektiert, sondern damit er sich absichert, Freunde. Und das ist sehr wichtig. Dass er, wenn er dieses Video jetzt hochladet und ich es sperren möchte, wenn ich diese Einstellung im Kopf habe und sage, er hat viel zu viel gelogen, ich möchte ihn sperren, hat er einen Beweis, Freunde, er hat es erlaubt. Ich darf es hochladen. Bitte realisiert das, Freunde. Also, für ihn war das viel wichtiger, Menschen auszutricksen für seine Videos. Wir sind ganz ehrlich, er hat gleich im gleichen Moment gewusst, was für ein Video er gegen mich macht. Er hätte ruhig sagen können, Georg, ich mache ein Video gegen dich. Wie andere YouTuber auch, denn es gibt kleine... Ich mache ein Video gegen dich, darf ich mal bitte deine Videos verwenden? Da sagt er, ja klar, mach das, Bruder. Dann, ich würde mich einfach freuen, so... Wenn du mich kritisierst, das wäre eine absolute Ehre. Kleinere, die mir privat schreiben, Georg, wir machen ein Video gegen dich, ist es okay für dich? Wir reden einfach nur ganz ehrlich und sagen unsere Meinung. Sowas würde ich sehr... Hat er recht, es ist wirklich frech an der Stelle, ja. Übrigens ist auch das erste Mal, dass ich das jemals gemacht habe. Mit diesem, darf ich das und das verwenden? Das war jetzt das erste Mal, dass ich das gemacht habe. Und man sagt sonst immer, ja... Frag doch mal, ob du die Ausschnitte verwenden darfst und lad die nicht einfach hoch. Jetzt habe ich das hier gemacht und jetzt wäre ich einfach wieder dumm angegangen. Das ist doch scheiße. Ja, es ist doch wirklich Mist. Respektieren und so. Bei sowas würde ich niemals Nein sagen, weil es sind etliche Videos gegen mich online gekommen. Aber so ein Move, Freunde, ist eklig hoch 10. Hier, Don Ameise. Ich werde nächste Woche ein Video über dich machen. Es wird ein Kritikvideo werden. Und ich hoffe, du siehst diese, um dich zu verbessern. Ich mag dich und deshalb werde ich nicht sagen, was ich schlecht machen soll, sondern eher, was ich kritisch finde, dass du es besser machen kannst. Ich hoffe, du bist mir nicht böse. Na, wild. Alles gut, mach ruhig. Okay, Don Ameise hat ja auch deutlich weniger Reichweite, ja? Also wenn ich das geschrieben hätte, das wäre schwierig, ja? Das wäre schon schwierig an der Stelle. Ich sei ein Heuchler. Nach diesem Move, Freunde, könnt ihr es helfen. Aber ja, ich kann es verstehen, dass er aufgebraust... Ich kann es wirklich verstehen, dass er da ein bisschen aufbrausend ist. Ist wahrscheinlich wirklich nicht der allernice Move von mir gewesen, dazu fragen nach Ausschnitten. Aber ich hatte einfach Angst gehabt, dass wenn ich jetzt ein Video mache und ich nutze seine Ausschnitte... dass er mich direkt strikt. Und so dachte ich mir, Alter, jetzt habe ich einfach die Erlaubnis, jetzt kann ich mich auch mal frei ausleben in meinen Videos, ja? Und perfekt ist es. Entscheiden, wer von uns beiden der Heuchler ist. Ich werde aber, wie gesagt, in diesem Video nichts gegen ihn sagen und nicht ihn selbst beleidigen, wie er es sehr gerne gemacht hat mit Schäm dich und so weiter, weil ich bin... Junge, schäm dich, Leute. Imagine, heftigste Beleidigung aller Zeiten, oder? Auf einer Skala von 1 bis 10... Wie heftig findet ihr das Wort schäm dich? Schon heftig, oder? Ich bin ganz ehrlich, er baut seinen Kanal so auf, dass Nico, er grüß dich, mein Engel. Menschen bloßstellt, ständig Menschen irgendwie darstellt und leider Gottes hat er eine Base aufgebaut, die... Ey, jetzt mal ohne Scheiß, ne? Hätte ich jetzt ein Video gemacht und ihn gelobt, hätte er jetzt gesagt, oh, er ist so ein Gönner, er ist so nett zu mir, so top einfach, so ein Engel, ja, so ein Engel. Ja, weißt du, hätte ich den gelobt. Der hat ja auch übel freundlich, der hat so gesagt, ja, und erwähn mich bitte und verlinkt mich bitte und sowas und wegen Aufmerksamkeit und Reichweite und ja, das wäre voll nett und bla bla bla, ne, so richtig freundlich, so richtig, ja, komm schon, bitte push mich oder so, ne, und dann kommt natürlich so ein Video von mir und jetzt ist ja, also der macht ja nur Scheiße, der ist ja richtig ekelhaft, der macht ja nur 31er Moves und wirklich... Ey, der macht ja nur gegen andere Videos, aber hätte ich den halt gepusht oder so, wäre das wirklich, der hätte wirklich, oh, einfach Kevin, wirklich der beste YouTuber EU-West. Jetzt bin ich ja, also ich bin auf seine weitere Argumentation sehr gespannt. Bloßstellt, ständig Menschen irgendwie darstellt und leider Gottes hat er eine Base aufgebaut, die nur nach ihm herrennt. Sie bilden sich nicht ihre eigene Meinung, so wie andere, das sondern stimmt. Sie gehen einfach nach ihm. Er sagt was? Ja, ja, das stimmt. Aber glaub mir, Freunde, Kevin sagt vieles, was nicht stimmt und weiß ganz genau, dass er Menschen hinter sich hat, die einfach sagen, ja, passt. Leider ist es. Das stimmt tatsächlich. Also nicht, also ich sag natürlich auch falsche Dinge in meinen Videos. Nicht bewusst, nicht absichtlich, aber Fehler kann man machen.
Macht man auch wenn man es nicht will. Und ja, das ist halt so. Ihm stört es sehr, dass ich über Philipp einige Videos gedreht habe. Nicht nur eins, das wäre vielleicht okay, sondern gleich drei. Lieber Kevin, ich bin... Mittlerweile sogar vier. Nach meinem Video hat er noch ein Video rausgehauen zu Philipp. Möchte ich nochmal an der Stelle sagen, ja. Beruhige dich. Es wird heute noch ein viertes Video online kommen. Extra für dich ein Geschenk. Weißt du warum? Weil Philipp die höchste Anerkennung verdient hat. Und die größte Aufmerksamkeit über Philipp würde ich gerne ziehen. Er hat die höchste Anerkennung verdient. Warte. Anerkennung in Person, oder? Letztes Video von Philipp Mickenbecker, bevor er starb, Beweisvideo. Mega die Anerkennung, by the way. Die Beerdigung von Philipp Mickenbecker, meine letzten Worte. Mega Anerkennung an der Stelle. Letzte Aufnahme von Philipp Mickenbecker, bevor er starb, Beweisvideo. Wirklich, hat er nochmal wirklich sehr, sehr nette Worte rausgehauen. Das ist wirklich wichtig, oder beziehungsweise auch nochmal ein wichtiges Thema angesprochen. 10.000 Videos drehen, ob es Aufmerksamkeit bekommt oder nicht, weil es Philipp verdient hat. Als ich meine Videos über Philipp hochgeladen habe, habe ich... Ich glaube nicht, dass Philipp ein Video verdient hat. Beweisvideo ist letzte... Oder Beweisvideo... Ja, Beweisvideo, die letzte Aufnahme, bevor Philipp starb, ist, glaube ich, keine Anerkennung für Philipp, ja? Das ist eher... Oh, guck mal drauf! Alter, das macht richtig gute Aufrufe. Ich möchte gleich noch so ein Video machen, weil es macht noch mehr Aufrufe, ja? Meine Meinung an der Stelle. Ich privat Nachrichten bekommen, wo Menschen gesagt haben, wer ist dieser Philipp? Und haben danach Philipp kennengelernt. Waren so erstaunt, haben selbst gesagt, ich werde mich privat ändern, weil dieser Typ mich komplett einfach überzeugt hat in meinem Leben. Also lieber Kevin, du behauptest hier, ich mache hier Klicks, Geld und versuche hier mit allen Mitteln irgendwie Fame aufzubauen. Ja. Zuerst mal, lieber Kevin, ich habe nicht ein einziges Mal in einem dieser Videos von Philipp mein Instagram erwähnt, weil ich nicht wollte, dass die Menschen irgendwie sich denken, wegen Philipp irgendwie Klicks und Aufmerksamkeit bekommen. Das Oh mein Gott. Jetzt wird's. Ja, ich weiß auch, was er jetzt hinaus will. Oh Scheiße, nee, bitte nicht. Bitte jetzt nicht die Argumentation, dass ich in meinem Video über ihn für meinen Instagram-Account die letzten 3 Sekunden geworben habe. Bitte nicht. Das ist Nummer 1. Nummer 2. Kein Video über Philipp ging über 8 Minuten, damit ich so wie du 10 Werbungen oder 15 Werbungen einschalte, um Geld zu bekommen. Ihr müsst euch vorstellen, Freunde, dieses Video von Kevin gegen mich hat mehr Geld bekommen als alle 3 Videos von Philipp. Also dieser Kevin... Hey, das weiß er doch nicht. Jetzt warte erstmal ab. Ich habe selber noch nicht geguckt, wie viel ich damit Geld gemacht habe. Okay, warte. Ja? Hat ein 3,8er RPM, das ist gar nicht so scheiße. Also das macht so um die 140 Euro wahrscheinlich, 150 oder so. Das ist sehr, sehr gut, Leute, das ist wirklich sehr, sehr gut. Also ist ja auch nicht so schlimm. Also ich habe damit jetzt nicht so das Problem. Und darum ging es ja eigentlich auch gar nicht, ja. Darum ging es ja gar nicht. Mir geht es ja darum, um diese, an einem Tod eines Menschen, damit man 5, 4 oder was weiß ich, wie viele Videos darüber macht, damit auch, ja, die Klicks weiterlaufen auf dem Kanal. Ich meine, er hat ja gesehen, mit dem Video, was der gemacht hat, hatte der ja 100.000 Aufrufe bekommen. Und seitdem hat er auch pro Tag, was weiß ich, 50 bis 100 Abos gemacht. Dann hat er weitergemacht, hat noch ein Video zu Philipp gemacht, zur Beerdigung, 50.000 Aufrufe. Ging der Kanal natürlich wieder ab, ja. Schwierig an der Stelle. Schwierig an der Stelle, wirklich. Der sich aufregt wegen Geld und Fame und Klicks, ist dieser Mensch, der die ganze Zeit sich wiederholt in seinen Videos, damit er unbedingt auf seine 10, 15 oder 8 Minuten kommt, als ich sein Video geguckt habe. Freunde, ich lüge euch nicht an, über 10 Mal die Werbung übersprungen. Also lieber Kevin, wenn du schon über Klicks und Geld redest... Ich lüge euch nicht an, ich habe über 10 Mal die Werbung übersprungen bei einem 9-Minuten-Video. Alright, Bro. Dann laber nicht darüber, wenn du über 15 Mal Werbungen einschaltest. Ich weiß nicht, was mit ihm los ist, Alter. Übertreib mal dein Leben. Drei Werbungen. Wenn das Video zu Ende ist, kommt eine Werbung. Und das war's. Alter, 15 Werbungen einfach in diesem Video. Holy fuck, wie kann man nur so geisteskrank schlimm sein? Bei einem 8-minütigen Video gegen mich. Und dann sich bei mir aufregen. Weil, wie gesagt, ich habe bei dem Video weder mein Instagram, weder habe ich gesagt, Leute, geht dorthin, folgt mir dort, folgt mir auf meine... Junge, weil du ein Video zu Philipp Mickenbecker gemacht hast. Und ich habe ein Video zu GeogTV gemacht und ich habe bei einem Video zu GeogTV kritisiert und dann gesagt, ihr könnt mir gerne auf Instagram folgen, weil dieses Video über GeogTV ging und nicht prinzipiell nur über Philipp Mickenbecker. Das ist der große Unterschied. Ich habe nicht einen Toten, keine Ahnung, als Thema genutzt, sondern einen Typen, der über diesen ein Video gemacht hat oder 5 Videos gemacht hat oder 4 Videos gemacht hat. Das ist gerade der große Unterschied, ja, aber das versteht er gerade nicht. Das ist sehr, sehr schwierig an der Stelle. Im zweiten Kanal, das habe ich nicht getan. Du hast aber Videos. Nochmal dein Instagram erwähnen, dorthin. Oh, wichtig ist Money, Geld, Klicks. Ich mache liebend gern jeden Tag Videos für meine Community und meine Community... Junge,
Ja, egal was das. Der nächste Punkt. Er behauptet, dass ich unter meinen Videos ständig Kommentare lösche. Ich lösche Kommentare, wo es wirklich um Beleidigungen geht. Wo es nicht um Meinungen geht, sondern um Beleidigungen. Die lösche ich gern. Der liebe Kevin aber löscht ständig seine Kommentare. Okay, was? Meinungen geht, sondern um Beleidigungen. Die lösche ich gern. Der liebe Kevin aber löscht ständig seine Kommentare. Derjenige, der sich aufregt, dass ich meine Kommentare lösche, löscht selbst seine Kommentare. Ich lese euch... Oh ja, das stimmt. Wait. Warte, ich guck mal ganz kurz unter mein Video, ja? Wie viele Kommentare ich gelöscht habe. Warte, wie viel hat... Warte, weil es gab auch einige, die sind darüber gekommen, haben hier irgendwas geschrieben. Du bist ehrenlos. Warte, du bist ein Witz. Walla, Kalb sein Vater. Anal, Alpha Kevin hat noch einen reingeschrieben. Alpha Kevin, du bist so ein Ehrenloser. Du hast es komplett missverstanden. Georg TV macht es nicht wegen Aufmerksamkeit, sondern weil er über den Tod von vielen verstorbenen Menschen reden möchte und lustige Formate hochlädt, bla bla. Also es werden Props gegeben an Georg TV. Wow, Alter, jetzt habe ich aber mies Kommentare gelöscht. Holy shit. Euch einen Kommentar durch, Freunde, den habe ich sogar angepinnt, weil ich habe dort sogar die Kommentare gelesen und 10 Minuten später waren die Kommentare alle weg. Das heißt, Kevin selbst kann nicht mit Kritik umgehen. Was? Seine Kommentare. Ich lese euch einen Kommentar durch, Freunde, den habe ich sogar angepinnt, weil ich habe dort sogar die Kommentare gelesen und 10 Minuten später waren die Kommentare alle weg. Das heißt, Kevin selbst kann nicht mit Kritik umgehen. Er liebt es ja gerne. Hä? Über Menschen zu reden, sich selbst als einen Heiligen darzustellen, als jemanden, der es nicht aushalten kann, wenn jemand dies und jenes tut, aber selbst halt... Warte mal ganz kurz. Hat er gerade gesagt, er hat mir geschrieben und ich habe seine Kommentare gelöscht? Hat er das gerade geschrieben, gesagt? Hat er gerade gesagt, er hat mir geschrieben und ich habe seine Kommentare gelöscht? Oh mein Gott, ist er lost. Oh mein fucking Gott, ist er lost. Ach du Scheiße. Oh mein Gott, das ist einfach der Beweis. Oh mein Gott, das ist ja der Beweis. Oh mein Gott, passt mal auf. Wisst ihr, wer mir geschrieben hat? Und diesen Kanal habe ich auch von meinem Kanal ausgeblendet. Damit wir das jetzt nicht falsch verstehen. Hat er mir geschrieben und ich habe seinen Kommentar gelöscht. Liest er jetzt auch noch den Kommentar vor? Weil wir sind bei 5:35, wir müssen uns das mal merken. Ach, hier liest er das noch vor. Sehr, sehr gut. Okay, perfekt. Oh, jetzt bin ich gespannt. Als jemanden, der es nicht aushalten kann, wenn jemand dies und jenes tut, aber selbst haltet er keine Kritik aus. Wir lesen uns mal gemeinsam den Kommentar durch. Leute, bitte informiert euch, bevor ihr hier einen Kommentar... Alter, dieses Queen Chess. Ohne Scheiß, ich wusste erst nicht, wer das ist. Und ich hatte erst diese Befürchtung gehabt, dass er selber Queen Chess ist. Weil dieses Queen Chess Real Talk so unangenehm ist. Also, du sagst ein Kritiker... Also wirklich, pass mal auf. Hier gibt's Leute, die schreiben einfach bloß... keine Ahnung. Georg, ich mache kein Video gegen Kevin. Auch Georg packt das Video und Hate in die Text. Alles klar, Digga. Und falls dieser Kommentar gelöscht wird, habe ich persönlich Beweis. Pass auf, ich gehe jetzt mal davon aus, dass Queen Chess... direkt darunter kommentiert hat, um zu heulen, dass es gar nicht so ist und ja, bla bla bla. Mal schauen, ob Queen Chess irgendwo geschrieben hat. Tatsächlich nicht. Warte mal, Queen Chess hat nämlich sonst überall drunter kommentiert. Hier, Queen Chess, selten zum Müll gehört, warum bist du dann hier? Wirklich, no joke? Ich habe mir gestern mal die Kommentare einfach nur angeguckt und Queen Chess hat überall kommentiert. Ich bin gerade verwundert, wo die Kommentare von Queen Chess am Start sind. Hey, sonst sind nämlich immer Kommentare von Queen Chess am Start gewesen. Junge, das war so cringe einfach. So unter jedem Kommentar stand ein Kommentar von Queen Chess. Real Talk. Ich weiß aber nicht, warum ist Queen Chess nicht mehr am Start, Alter? Hier, Queen Chess. Alter, no joke, sonst war noch mehr Queen Chess am Start. Mich wundert das gerade eben. Dass nur so wenig von Queen Chess am Start ist, ja? Ich habe erst gedacht, naja, vielleicht ist es ja seine Freundin. Vielleicht ist es ja seine Freundin oder so, oder vielleicht ist es ja ein zweiter Kanal, weil so krass wie dieser Kanal kann man nicht noch unterstützen, sage ich mal. Okay, komm, wir gucken uns den Spaß an. Ja, keine Kritik aus. Wir lesen uns mal gemeinsam den Kommentar durch. Leute, bitte informiert euch, bevor ihr hier einen Kommentar hinterlässt. Euch ein Video von einem anderen YouTuber anzuschauen und dann einfach haten, ist einfach nur abstoßend. Wer Georg kennt, weiß, dass er immer mit Anstand und Respekt redet. Er beleidigt keine Personen in seinen Videos. Aber euch ein Video von diesem Kevin da reinzuziehen und dann hier so einen traurigen Kommentar abzulassen, ist einfach nur traurig. Kevin hat 50.000 Werbungen in seinem Video. Irgendwie kommt mir das so vor, als würde sich der Kommentar mit seinem Video 1:1 überschneiden. Als wäre das jetzt, als wäre das gar nicht Queen Chess gewesen, die das geschrieben hat oder was man so vermutet, sondern als hätte es jemand anderes geschrieben, der vielleicht der Kanalinhaber ist. Das weiß ich aber natürlich nicht, ja. Video reingepackt. Aufgefallen? Er ist die Person, die einfach nur Geld macht und dann einfach seine Community dafür nutzt, um Hate zu verbreiten. Ist einfach nur abstoßend.
Bitte urteilt nicht sofort, sondern informiert euch vorher. Das Traurige ist, dass Kevin einfach meine Kommentare unter seinem Video löscht, aber sich selber darüber aufregt. Bitte urteilt nicht immer gleich. Der letzte Satz ist der allerwichtigste Satz, Freunde. Urteilt nicht gleich, sondern hört euch bitte beide Seiten an. Das sind sehr, sehr wichtige Punkte, Freunde. Nachdem er sein 10-15 Minuten... Oh, shit. Nee, das ist sehr, sehr stark. Also, wirklich, ich glaube, Queen Chess ist so die unangenehmste Person bei dieser ganzen Geschichte. Nee, es ist noch nicht mal Georg. Ist unangenehm. Queen Chess ist so die unangenehmste, weiß ich nicht. Minütiges Video hochgeladen hat gegen mich, schreibt er dann im Schluss ganz unten in den Kommentaren einen kurzen Absatz, wo er sagt, hatet ihn nicht, geht nicht auf ihn los, macht das nicht. Wo ich mir denke, lieber Kevin, das hättest du dir sparen können. Du machst ein 10-minütiges Video, sagst dort nichts davon, lässt dir... Vorhin waren es noch 9 Minuten, jetzt sind es auf einmal 10 Minuten. Ich finde das sehr schade, dass er jetzt mein Video auf 10 Minuten angeblich strecken will. Das stimmt auch einfach nicht. Ich denke, lieber Kevin, das hättest du dir sparen können. Du machst ein 10-minütiges Video, sagst dort nichts davon, lässt die Leute dorthin gehen und dann erst in den Kommentaren sowas schreiben. Aber mir privat auf Instagram fragen, darf ich das verwenden? Ey, könnte ich bitte? Damit du mich angreifst in deinem Video, das ist ehrlich gesagt sehr, sehr traurig und sehr, sehr feige. Deshalb habe ich extra kein Video von dir da eingeblendet, weil ich ganz genau weiß, du hättest mich nicht gelassen und wenn du mich gelassen hättest, hättest du irgendeinen Move gemacht. Solche Menschen wie dich traue ich leider nicht. Und lieber Kevin, meine Videos, die ich immer wieder mache, Ich möchte tatsächlich auch nicht mit Leuten connected sein, die Videos oder die Klicks auf den Nacken von toten Menschen macht, ja. Es ist einfach nur, Freunde, wenn ihr da draußen etwas bewegen möchtet, wenn ihr da draußen irgendetwas... Achso, nee, warte mal, das ist ja gar nicht das Video. Das war ja das Video. Okay. So, wir machen weiter. Ihr da eingeblendet, weil ich ganz genau weiß, du hättest mich nicht gelassen und wenn du mich gelassen hättest, hättest du irgendeinen Move gemacht. Solche Menschen. Ich habe, by the way, noch nie ein Video gestrikt von einer Person, muss ich tatsächlich sagen. Also deswegen, da hätte sich jetzt keine Gedanken machen müssen. Aber egal. Menschen wie dich traue ich leider nicht. Und lieber Kevin, meine Videos, die ich immer wieder mache mit meinen Titeln, mache ich schon seit immer. Und meine Community. Ja, das rechtfertigt das auf jeden Fall. Also diese Videos und die Titel, die mache ich ja schon immer. Deswegen ist das okay, ja? Also ich klaue jeden Tag. Und jetzt ist es wohl falsch, wenn ich mal klaue? Ich mache das doch schon immer, ja? Also ist doch scheißegal. Deswegen kritisiere mich doch nicht. Ich meine, ich mache das ja schon immer, ja? Also das ist ja schon cringe, ja? Community und meine Georg-TV-Army liebt das, immer wieder mache mit meinen Titeln, mache ich schon seit immer. Und meine Community und meine Georg-TV-Army liebt das und feiert das und steht hinter mir. Und wenn du das, lieber Kevin, nicht feierst, dann geh. Weil mich regt das auch nicht auf, dass du ständig bei jedem Video jemanden kritisierst. Mir ist es egal, das ist dein Content, jetzt bin ich mal an der Reihe. Aber lieber Kevin, das ist hier meine Antwort, damit jeder da draußen auch langsam dein Gesicht weiß, dass du ein Mensch bist, der nach Klicks geht, nach Geld, Kommentare löscht, privat Menschen aus... Ja... Er dribbelt das System einfach. Jetzt sagt er, Alpha Kevin, der löscht Kommentare. Guck dir mal meinen Kanal an und guck mal, wie viel Kritik ich in der letzten Zeit abbekommen habe. Guck dir das mal bitte an. Alter, ich lasse einfach jeden Kommentar stehen, weil ich einfach absoluten Fick drauf gebe, wenn mich irgendein Hans Wurst beleidigt. So, dann ist es so, ja. Dann schreibt er wenigstens einen Kommentar und damit wird mein Video vielleicht noch mehr gepusht und alles ist gut. So, jeder kann so seine Meinung draus lassen. Junge, das ist ja echt eine sehr wilde Angelegenheit hier an der Stelle. Privat Menschen austrickst, um gegen die Videos zu machen, anstatt direkt zu jemandem zu ihnen zu gehen und sagen, ich mache ein Video gegen dich, du brauchst keine Angst vor mir zu haben. Du hättest das ruhig sagen können und ich wäre komplett respektvoll, hätte gesagt, kein Problem, ich mache aber ein Antwortvideo, weil ich habe auch meine Meinung dazu. Leider, Freunde, musste das Video so gestaltet werden. Das Beste, Freunde, ist, meine Georg-TV-Armee ist hinter mir. Lieber Kevin, tut mir leid, aber die Georg-TV-Armee ist die heftigste. Und dieser Kanal wird nicht nur 15.000 Abonnenten haben, sondern 20, 30 und sogar deinen lieben, wunderschönen Alpha-Kevin-Kanal überholen. Was? Kann sein, ja. Möchte ich jetzt auch direkt, ich möchte jetzt hier nicht Nein sagen oder so, aber ich glaube, eine Community sich aufzubauen mit solchen Videos, boah, das ist schon schwierig, Mann, das ist schon schwierig. Also da hat er auf jeden Fall eine ganz wilde Zeit vor sich. Also ich würde es mal mit ehrlichem Content versuchen, von mir aus mit Kritik, von mir aus mit irgendwas anderem, aber vielleicht nicht mit, oh krass, da ist jemand gestorben. Ich mache erstmal direkt ein Video über den Gestorbenen, über den Verstorbenen. Weil das ist ja voll, das bringt ja gut Klicks. Warte, wie war das bei dem? Letzte Aufnahme, Philipp Mickenbecker. Letzte Aufnahme, Willi Herrend gestorben. Letzte Aufnahme, Gillette Abdi gestorben. Cassia Lehnhardt gestorben. Daniel Kübelböck verstorben. Keine Ahnung, wie die heißt, Karma gestorben. Prinz Philipp gestorben. Diego Maradona gestorben. JJ Jackpot gestorben. Alles
cool, das sind die Leute gestorben, erstmal direkt die letzten Aufnahmen nochmal zeigen, weil das ja auch einfach so. Ja, so, das ist halt eine Herzensangelegenheit, nochmal die letzten Videos zu zeigen, bevor Menschen gestorben sind. Finde ich persönlich, ist einfach nochmal eine Anerkennung, ja. Das ist nochmal, das hat gar nichts mit Klicks abstauben zu tun, sondern das ist eine Herzensangelegenheit. Weil er wahrscheinlich genauso wie bei Philipp auch bei den ganzen anderen Personen sich gesagt hat, das waren alles meine Vorbilder. JJ Jackpot war mein Vorbild. Sean Connery war mein Vorbild. Und deswegen habe ich ein Video gemacht, weil wir so hier waren und deswegen immer eine große Inspiration war. Und genau deswegen habe ich ein Video dazu gemacht. Nachdem jemand gestorben ist, nochmal ein Video zu machen. Mit Beweisvideo übrigens. Ich weiß gar nicht, steht hier überall Beweisvideo? Ja, überall. Überall Beweisvideo. Ja, Beweisvideo, Alter. Das ist schon wirklich unter dem Niveau vom Bild. Ja, ich finde das tatsächlich ein bisschen traurig. Und natürlich mache ich dazu kein positives Video. Warum soll ich denn ein positives Video zu so einem Kanal machen? Sei doch dankbar mit deinen 125. Als wäre ich undankbar mit meinen 125.000 Abonnenten. Was ist denn los mit ihm? Junge, what the fuck? Als wäre ich jetzt undankbar, ja? Alter, ich sag 25.000 Mal in meinem ganzen Leben, ja, dafür, dass ich über 100.000 Abonnenten habe, sage ich danke. Und er sagt, ja, also sei doch mal dankbar dafür mit deinen 125.000 Abonnenten. Oh mein Gott. Cringe. Und das ist eine Ansage, Freunde. Nicht, weil ich überheblich bin, so einer bin ich nicht, Freunde, aber ich glaube daran, weil ich arbeite mit Herz und gebe mein Bestes. Und wenn ich Videos über Philipp mache, dann mache ich sie nicht, um irgendwie Klicks zu sammeln oder Fame, sondern weil dieser Junge mich überzeugt hat in meinem Leben, mein Leben komplett verändert hat und ich ihn über alles liebe. Und deshalb kommt heute noch ein Video über ihn, wo ich nochmal von meinem Herzen darüber rede. Und dann rede ich nochmal über Sinanji. Das ist mein Kanal und das ist meine Community und ich mache, was ich will. Merkt ihr das? So fucking widerlich. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Bildet euch eure eigene Meinung. Schreibt es unten im Kommentar, was ihr wollt. Wie ihr wollt, Freunde. Jeder Mensch, der gestorben ist, der hat mich absolut verändert. Wie gesagt. Bin praktisch jetzt auf seinem Kanal, müsste es ja wahrscheinlich bei jedem gewesen sein, wo er ein Video gemacht hat oder das Thema ausgeschlachtet hat mit dem Tod. Wahrscheinlich hat es sich immer wieder in seinem Leben geändert, weil, ja, es ist jemand gestorben so, der lag mir sehr am Herzen. Deswegen, habe ich das Leben geändert. Ich bin ja mal gespannt, was der für Connections zu Philipp hatte, weil in den Kommentaren unter anderem auch stand von dieser Queen Chess. Ja, also er war ein Freund von Philipp und so. Dann sag mir doch, wie du ein Freund von... Also einfach mal sagen, wie du überhaupt mit den Connections hast, weil das kommt gar nicht so rüber, ja. Aber ja gut, durch die Videos kann es schon sein, dass Georg jetzt, seitdem er The Real Life Guys gesehen hat, dass er jetzt praktisch auch rausgeht und auch irgendwelche Experimente startet. Kann ja alles sein. Ich weiß es aber ehrlich gesagt nicht. Oder dass er von seiner Lebenseinstellung einen Wandel vollzogen hat, kann auch sein, ja. Aber deswegen mache ich keine 4 Videos drüber. Ein Video reicht, wo man sagt, Rest in Peace, Philipp, und noch ein paar nette Worte schenkt. Und dann war's das, ja. Dann sollte das Thema gegessen sein und nicht noch 3 Videos, die dann Beweisvideo im Titel stehen haben, damit man auch ja noch mehr Klicks und noch mehr Fame bekommt. Also Fame, ne? Sag mal einfach mal Klicks. Ich habe in diesem Video weder ihn selbst angegriffen, beleidigt oder in irgendwie in Ansatzweise, obwohl ich das hätte machen können. Aber ihr wisst ganz genau, so einer bin ich. Junge, er tut jetzt so, als hätte ich gesagt, geht rüber und hatet ihn. Das ist ein übelster Punkt, Punkt, Punkt. Was, weil es ist, als hätte ich ihn beleidigt, ja? So redet er gerade. Ja, also, es ist ja wirklich... Er geht halt auch auf keinen Kritik. Ist euch mal aufgefallen, dass er auf keinen Kritikpunkt von mir eingegangen ist? Junge, ich gucke mir gerade das, wenn ich mir jetzt nochmal so überlege, was der gesagt hat, hat er nicht einmal was gesagt auf mein Video. Er hat nicht ein einziges Argument gebracht, dass es falsch ist oder was weiß ich. Der ist jetzt bloß aufs Persönliche gegangen, hat gesagt, 31er, und danach hat er nichts gesagt und jetzt sagt er, ich bin nicht so einer, aber Alpha Kevin ist es, Bin ich nicht und sowas mache ich nicht. Das war's, Freunde. Lieber Kevin, ich weiß, du siehst dieses Video. In diesem Sinne, Freunde, geht das Video wahrscheinlich über 8 Minuten. Dort packen wir auch wunderschön ein paar Werbungen rein, damit wir auch wie Kevin ein bisschen was ausnutzen können, Digga. Das war's, Freunde. Peace out. Ja, nice, Alter. Dann muss er mein Video gut getroffen haben, wenn er nicht mal einen Kritikpunkt anspricht, ja. Das finde ich gut. Hier, Oma.